Hallo, liebe Wollmäuse. Ihr fragt euch sicher, warum ist dieser gut aussehende adipöse Typ heute am Mittwoch schon wieder vor der Kamera? Ich sag's euch, wir haben eine neue Rubrik und die Rubrik nennt sich Blind Testing. Blind Tasting. Nicht Tasting, Testing, Tasting. Wie Geschmack, Tasting, okay. Verkostung. Ja, nicht blindes Testen. Wobei macht beides Sinn. Ja. Das bedeutet, wir machen jetzt Mittwochs und Freitags Videos. Freitags wie gewohnt Kochvideos, Mittwochs Blindverkostung. Was bedeutet Blindverkostung? Richtig, ich erkläre es euch. Ich bin ja ein total netter Typ. Kameramädchen Julia war im Dorf oder in der Stadt. Hallo. Ich war mal kurz einkaufen. Und hat ein Produkt gekauft, welches ich persönlich noch nicht kenne. Und ich werde es blind verkosten und werde dazu versuchen zu erraten, um was es sich handelt. Naja, blind nicht wirklich, weil dann müsstest du dir die Augen verbinden. Ich habe es einfach ausgepackt. Blind im Sinne von, ja, du weißt nicht, was es ist, welche Marke und woher und ja. Genau. Und ich werde versuchen zu erraten, aus welchem Supermarkt das sein könnte, um was es sich hier handeln könnte und werde meinen Senf dazu abgeben, ob es gut oder schlecht ist und was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Es sei denn, und das Ding hat einen Twist, wenn es jetzt irgendwie neue Produktneuheiten gibt, wie zum Beispiel Penny mit Food for Future oder Lidl mit Vimondo und die hauen eine ganze Palette an neuen Produkten raus, werden wir anstatt einen Test eine komplette Verköstigung des ganzen Sortiments zu machen. Versuchen, das komplette Sortiment einmal ausfindig zu machen. Richtig. Aber da es heute nichts Neues gibt, gibt es heute ein Produkt. Gibt es heute was Neues. Deiner Wahl. Es gibt heute auch was Neues, aber ich habe keine Ahnung, was ist. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Okay. Wobei, kann ich flitzen? Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. Ich hab hier... Oh, man sieht's nicht. Halt du's mal in die Kamera. Ich gehe jetzt davon aus, dass das schon Tofu ist. Ja, okay. Was ist eine Sorte, von der ich schon sehr viel gehört habe? Gehört. Mhm. Ob jetzt positiv oder negativ, das verrate ich dir nicht. Ich glaube nicht. Was sind das denn für Stücke hier? Ich bin gar nicht so der Tofu-Freund. Das riecht auch. Das erinnert mich voll an irgendwas von früher, was ich überhaupt nicht mochte. Das ist echt gemein, Alter. Ich bin echt kein Tofu-Fan. Außer den einen. Der ist geil, aber sonst habe ich noch nie Tofu gemacht. Hm. Du kannst das schon fliegen lassen. Also, ja, okay. Hm. Was sagst du? Ich tippe jetzt mal davon, weil du ja natürlich so viel verladen hast. Der wird aus dem DM sein. Der ist aus dem DM, ja. Das ist ein Räuchertofu? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Wobei doch, wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Geschmacksrichtung? Räuchertofu? Nein. Also es ist vielleicht geräuchert, ja, aber es ist eine spezielle Geschmacksrichtung. Baum. Also ich muss sagen, der Tofu war am Anfang ziemlich salzig. Also es war salzig, der hat Geschmack gehabt. Aber das ging auch ziemlich schnell weg und dann war es halt nur noch wässrig. Also es ist nicht so wie bei diesem anderen Tofu, den wir auch diesen Monat neu getestet haben. Von Tukan. Mhm. Der hat durchgehend einen geilen Geschmack gehabt, der jetzt irgendwie so... Am Anfang kickt der kurz und dann... Ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Soll ich dir das mal zeigen? Also für Tofu-Freunde könnte es vielleicht was sein, aber... Halt's doch noch mal in die Kamera. Oh, das läuft aus. Ja, wir blenden einfach ein Bild davon ein, wo das... Okay. Jetzt habe ich die Hände dreckig. Also Fazit? Fazit ist, jetzt wo ich weiß, dass da Mandel und Nuss drin ist, schmecke ich das auch raus. Also jetzt schmeckt es wie Nusskuchen. Also dann waren das keine Pilze, sondern Nüsse. Aber, ja, ist halt überhaupt nicht mein Fall. Wie gesagt, am Anfang hat er... Ich werde es gleich auch mal probieren. Vielleicht am Anfang hat er quasi, war der gut salzig und hatte Geschmack.
und dann wurde das mal ziemlich schnell festlich. Also, ja, auf jeden Fall ist es jetzt nicht so. Aber ich lebe noch. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Beziehungsweise wir sehen uns übermorgen wieder bei einem neuen Kochvideo. Und dann sehen wir uns wieder Mittwoch. Und dann werden wir neue Produkte testen. Und ja, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.